Grüßt euch und guten Morgen hier vom Schliersee auf dem Weg zum Spitzingsee. Ich nehme euch heute mit auf eine ganz kleine Tour, denn ich bin einfach nur mit dem Zug von München los, wollte da zum Schliersee her, aber dann ist ein Zug kaputt gegangen, weshalb ich in Holzkirchen schon ausgestiegen bin und ich dann hierher geradelt bin, die 30 Kilometer oder was das ist. Und jetzt halt radel ich hier gerade den Spitzingsee hoch und von da mache ich einen kurzen Abstecher zum Rotwandhaus auf einen Kaiserschmarrn oder was auch immer es sich da an lokalischen Köstlichkeiten so für mich bietet. Genieße diese wunderbare Berg- und Schneelandschaft. Jetzt halt hier mitten im Februar haben wir ja in München noch gar keinen Schnee gehabt. Dann ist es wirklich widerlich, aber hier in den Bergen ist halt einfach doch Verlass drauf, dass da Schnee ist. Genau, zum Rotwandhaus, also hoch auf ein Café. Die Strecke müsste gut ausgebaut sein, ist nämlich eine Rodelstrecke, also kann ich auch mit meinem Radl hoch, zumindest mit diesem Radl, mit schönen Spikes drauf, mein wunderbares, heißgeliebtes Open. Und vom Rotwandhaus, je nachdem, wie es mir taugt, fahre ich dann vielleicht noch, wenn ich wieder unten bin am Spitzingsee, hoch zur oberen Fürstalm. Vielleicht esse ich dann noch einen Kaiserschmarrn, vielleicht gibt es auch nur ein Espresso oder so. Und dann, ja mei, dann geht es auch schon wieder runter und dann bin ich schon wieder in München. Heute Abend dann und genau. Kleiner Zusatz. Natürlich funktioniert meine GoPro weiterhin nicht. Ich muss mir jetzt unbedingt was anderes suchen. Das ist wirklich schade. Hängt sich wieder sofort auf. Aber ich habe mich ein bisschen abgegradet. Das habe ich jetzt aber auch im Rucksack dabei. Denn ich habe mein komplettes Equipment für meine neue Drohne dabei. Inklusive hier so ein Rundumschutz für die Drohne und so. Deshalb verbraucht das ein bisschen mehr Platz. Mein Fotoapparat habe ich auch dabei. Und mit der Drohne will ich halt mal ein bisschen Sachen ausprobieren. Habe ich nämlich noch gar nicht. Ich kenne mich noch gar nicht aus mit dem Ding. Ich weiß, glaube ich, ich kann nach oben und nach unten und nach links und nach rechts und ich kann mich auch drehen, aber ansonsten weiß ich noch nichts. Das heißt, das muss ich jetzt mal rausfinden und das mache ich natürlich nicht in München, das ist ja kreislig und wenn sich jeder beobachtet, fühlt das auch nicht schön. Ich will das in schöner Landschaft machen und jetzt muss man mal schauen, ob es hier überhaupt erlaubt ist, aber das sieht man ja gut in der App. So, jetzt langsam habe ich es geschafft aus dem Berufsverkehr raus und fahre jetzt rauf Richtung Spitzingsee. Ja, blöd jetzt. Es ist leider wirklich so, dass meine Spike-Reifen hier nicht mehr funktionieren. Wieso funktionieren sie nicht mehr? Weil auf der platt gefahrenen Straße, die eisig ist, funktionieren sie wunderbar. Aber jetzt beginnt quasi der Abzweig zum Rotwandhaus und der ist nicht mehr befahren, sondern der ist nur begangen. Und zwar von Schneeschuhgehern, von Wanderern und so weiter und so fort. Da ist der Untergrund noch ziemlich lose. Und ich hatte gehofft, dass er ein bisschen batziger mal war und dann durchgefroren ist. Aber leider sind die Reifen ein bisschen zu dünn. Da bräuchte ich wahrscheinlich eher so ein Radl im Format wie das Wide, das Open Wide, wo ja deutlich größere Reifen drauf passen. Hier ist ja 2,25 drauf vorne und hinten habe ich, ist das Maximum, was drauf geht, ein 2,1er. Ja, also quasi Terschneider eigentlich.
zumindest im Vergleich zu Fatbikes und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist da unfassbar schön da hinten. Schaut euch das mal an. Wir schauen jetzt quasi übers Valepptal drüber. Und das Valepptal ist jetzt auch meine Adresse für die nächste, also für dann jetzt mein Ausweichetappenziel. Das Valepptal, also das Valepp ist so ein Bachal, der da entlang fließt. Wunderschön, der meandert da quasi so durch und das ist einfach ein Traum. Und da werde ich jetzt halt ein bisschen wieder runterfahren. Dann habe ich einen unfasslichen Hunger. Den muss ich irgendwie stillen, ich habe nichts dabei. Und ja, vom Spitzingsee aus geht es dann ins Valepptal. Das wird mit Sicherheit auch sehr schön. Aber aufgemerkt, die Reifengröße, die ist einfach wahnsinnig wichtig, egal ob Spikes drauf sind oder nicht. Die Reifengröße ist das Entscheidende natürlich bei Schnee. Schieß, sehr schön. So, meine Lieben, ich bin angekommen in Valepp. Das war jetzt eigentlich auch ganz einfach, weil vom Spitzingsee geht es eigentlich fast nur bergab runter hierher. Aber es ist ein Traum. Hier ist der Autoverkehr ist komplett rausgenommen durch eine Schranke. Und es ist natürlich niemand unterwegs, vor allem nicht so weit. Das waren jetzt vielleicht so 5, 6 oder 10 Kilometer. Die ganzen Wanderer und Fußgänger, die sind natürlich nicht so weit unterwegs. Ja. Ist halt auch ein Dead End hier und somit keiner da, niemand. Ich habe jetzt gerade 30 Minuten oder eine Stunde mit meiner Drohne rumgespielt. Ja, stört ja niemanden hier. Es ist so wunderschön. Meine Drohnenaufnahmen sind ziemlich scheiße wahrscheinlich, aber hier, es ist fantastisch.
Hätte ich jetzt gesagt, schauen wir uns mal dieses wunderschöne, was ist das denn für ein tolles Fahrrad? Ja, was ist das? Ein wunderbares Ding. Mit einem komischen Kettenblatt, krassen Reifen, wunderbaren Taschen, ein Sammelsurium an Flaschen. Schaut euch das mal an. Ist das nicht geil? Ha, diese Ruhe. Nur ich schwätze. Sonst ist alles ruhig hier. Ganz ruhig. Oh, ein Spiegelblatt ist da. Zwei, drei kleine Hütterl stehen da rum. Ansonsten absolute Ruhe und wilde Schönheit. Insbesondere wenn der Schnee die Teerstraße verdeckt. Wunderschön.